Hoffnung brachte ja nicht zuletzt auch die Einigung im jahrelangen Streit um das iranische Atomprogramm. Wir erinnern uns zuvor, nämlich genau vor 7 Jahren wurden die Atomanlagen noch angegriffen. Nicht von Raketen, sondern von einem hartnäckigen Computervirus, der auch zeigte, die Welt ist längst auch ein digitaler Kriegsschauplatz. Ja, das wurde ja dann auch am vergangenen Wochenende mal wieder bewiesen durch die Erpressersoftware WannaCry. Eine digitale Waffe, mit der Kriminelle einfach so in unsere Betriebssysteme spazieren konnten, weil ein Geheimdienst die Tür hatte sehr lange aufstehen lassen. Darüber wollen wir jetzt gleich hier im Studio reden und diskutieren. Denn man weiß ja gar nicht, über was man sich mehr aufregen soll. Darüber, dass Geheimdienste Sicherheitslücken für ihre Zwecke nutzen, damit aber augenscheinlich überfordert sind. Oder darüber, dass es ein leichtes für Hacker zu sein scheint, die gesamte Welt anzugreifen und in Atem zu halten. Der Hackerangriff WannaCry hat am letzten Wochenende weltweit Tausende von Rechnern lahmgelegt. Krankenhäuser in England müssen Patienten nach Hause schicken. Renault in Frankreich ein Werk zeitweise schließen. Und auch auf den Bahnhöfen in Deutschland blinkt die Post der Erpresser. WannaCry ist eine sehr effiziente Attacke. Der Angriff an sich ist ziemlich simpel, ist ein ganz einfacher Mechanismus. Aber das ist auch was, was wir wissen aus der IT-Sicherheit. Es reichen teilweise ganz einfache Mechanismen, wenn die irgendwie Glück haben oder wenn die auf einen Mechanismus treffen, der besonders verwundbar ist, den keiner gesehen hat, was in dieser riesigen Komplexität von IT immer der Fall sein kann. Dann kann auch ein ganz einfacher Angriff ganz furchtbare Effekte haben. Brisant am Hack von WannaCry? Der Virus ist ein von der NSA entwickelter Trojaner, der von einer ominösen Hackergruppe namens Shadow Brokers gestohlen und im Internet veröffentlicht wurde. Die Entwicklung von Cyberwaffen gehört heute zum Alltagsgeschäft der Geheimdienste. Na, für Geheimdienste ist es natürlich eine Pflicht, das zu machen. Ja, die Geheimdienste haben ja, sind von uns beauftragt, aufzuklären. Und natürlich kann man aufklären, indem man Computer hackt. Und man muss aber dann natürlich darauf achten, dass man die Waffen nicht verliert, die man dabei baut. Ja, das sind natürlich alles Waffen, die gebaut werden. Und das war auch ein Missverständnis vieler Aktivisten, die das geleakt haben, die gedacht haben, sie leaken damit Informationen über Waffen. Aber in diesem Fall waren es ja wirklich die Waffen selber, die geleakt wurden. Das BKA hält die Gefahr durch Hackerangriffe mittlerweile für die zweitgrößte Bedrohung, direkt nach dem islamistischen Terror. Neu aber ist das Ganze nicht. Gehackt wird seit den 60ern. Am Anfang mehr sportlicher Ehrgeiz als kriminelle Energie. Berühmtestes Beispiel Steve Jobs, in den 70ern selbst Mitglied der Hackertruppe Homebrew Computer Club. Besonders teuer wird es im Jahr 2000. Der I Love You-Virus richtet global einen Schaden von ca. 5,5 Milliarden Dollar an. Der Virus selbst, der Streich eines 24-Jährigen. Kein Streich, 2010, Stuxnet. Ein hochkomplexer Hackerangriff auf eine iranische Atomanlage. Die Steuerungen der Uranzentrifugen zerstören sich selbst. Der Urheber bleibt im Dunkeln, doch Indizien weisen auf die USA. Lange glaubte man, hochsensible Systeme wären sicher, weil sie nicht am Netz hängen. Ein naiver Irrglaube. In diesen vielen Hochsicherheitsbereichen hat man dankbar und willig auf diese sehr billigen, sehr verwundbaren Betriebssysteme und Softwarekonglomerate zurückgegriffen, weil man halt einfach nie am Internet war. Ja, das war undenkbar damals, dass man gesagt hat, wir haben hier 3 Rechner, die sind alle in der Militärbasis, da kann ich ohne Probleme Office drauflaufen lassen, weil da sowieso niemand, um da reinzuhacken, muss man erstmal in die Militärbasis und in diesen Serverraum und da muss man sich durch 200 Soldaten durchschießen und sowas und das passiert alles nicht. Und jetzt merkt man, dass diese Netzwerke, selbst wenn sie nicht am Internet liegen, so groß geworden sind und mit so vielen komischen anderen Dingen verbunden sind, dass man immer irgendwie reinkommt. Alle Netzwerke also sind verwundbar. Und Hacking heute allgegenwärtig, sogar im Wahlkampf. Die Bedrohung ist real, auch weil wir längst vollkommen abhängig sind von global vernetzten digitalen Systemen, deren Komplexität kein einzelner Mensch mehr überblicken und kontrollieren kann. Microsoft ist ein ganz gutes Beispiel für eine Software, die sehr komplex geworden ist, auch in den Anwendungsfeldern. Die war aber natürlich eigentlich auch nur begrenzt auf damals und eigentlich auch heute noch im Design auf so Office-IT, auf so eine ganz harmlose Consumer Electronics, Personal Computer-Variante von Nutzung. Ja, die war nie dafür gedacht, dass sie in irgendwelche Atomraketen und U-Boote und so Zeug eingebaut wird. Ist sie aber jetzt. Ja, man muss also für diese spezifischen Kontexte mit höheren Sicherheitsanforderungen darf man halt eben nichts nehmen, was für Consumer Electronics gebaut wurde oder für Handys gebaut wurde. Als Kanzlerin das private Handy konsequent nicht zu benutzen, ist sicher richtig. Aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Ein gelingender Angriff auf die Börse in New York, Tokio oder London würde eine globale Finanzkrise auslösen.
Und was eine erfolgreiche Attacke auf ein Atomkraftwerk bewirkt, mag man sich gar nicht erst vorstellen. Und bei uns im Studio sitzt jetzt Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Der Laie hat spätestens jetzt nach den letzten Sätzen einen massiven Schreck bekommen. Was sagt denn der Fachmann? Wie groß ist aktuell wirklich die Bedrohung? Ja, wie groß sie aktuell ist, ist immer schwer zu sagen. Wir finden ja neue Sicherheitslücken und dann wissen wir immer ganz kurz, wie groß die Bedrohung ist und dann fixen wir die ja auch und leben Sicherheit ja eher als einen Prozess, als einen Zustand. Und wer da stehen bleibt, für den wird die Bedrohung jeden Tag größer. Aber irgendwie ist ja auch die letzten 20 Jahre so halbwegs gut gegangen. Ja, also wir arbeiten dran. Wir haben sicherlich sehr viele Defizite in dem Bereich, primär, glaube ich, durch falsche Anreize. Wer ist in dem Fall wir, wenn Sie das sagen? Also die guten Hacker sozusagen die unter guten, den Hackern? Ja, also ich denke, der richtige Umgang mit einer Sicherheitslücke, es wurde ja gerade im Beitrag beschrieben, man braucht ja immer erstmal eine Sicherheitslücke, um reinzukommen. Also der Hacker braucht irgendwas, um seinen Angriff zu starten. In der Regel, in den meisten Fällen ist das einfach ein menschlicher Fehler, irgendeine E-Mail angeklickt. Und im geringeren Teil der Fälle ist es halt ein Maschinenfehler, wo jemand die Computer falsch programmiert hat. Das kann man immer auch wieder korrigieren. Und daran arbeiten wir ja täglich in unserer Branche. Aber man weiß eben nicht, was man da über die Zeit mal so übersehen hat. Und manchmal werden Sicherheitslücken bewusst nicht geschlossen. Zum Beispiel vom US-Geheimdienst, von der NSA, haben wir jetzt in dem Fall ja. Und Ihr ehemaliger Kollege im Übrigen, der Sandro Geiken, der hat gesagt, es ist aber ja auch die Pflicht eines Geheimdienstes, Sicherheitslücken zu nutzen, um zu spionieren, um eben Gefahren abzuwenden. Wie sehen Sie das? Na, solange wir den Geheimdiensten diese Pflicht geben, kann das von Herrn Geiken als deren Pflicht bezeichnet werden. Ich persönlich denke, dass wir da als Gesellschaft grundsätzlich auf dem Holzweg sind. Denn wenn so ein Geheimdienst eine Sicherheitslücke für sich nimmt und die geheim hält, dann heißt das ja, dass alle Systeme, die diese Sicherheitslücke haben, dem Angriffsrisiko ausgesetzt sind. Jetzt kann der Geheimdienst aber nicht davon ausgehen, dass er diese Lücke exklusiv nur für sich hat und dass niemand anderes die zum gegebenen Zeitpunkt findet. Aber diese Wette hat die NSA hier gemacht und zwar über Jahre. Also das was wir jetzt sehen. Die haben das Risiko in Kauf genommen. Und zwar haben sie im Prinzip die Abwägung gemacht, wir lassen die gesamte Welt verletzlich für diesen Angriff. Wir setzen die gesamte Welt diesem Risiko aus, damit wir im Einzelfall, wenn wir das für richtig halten, dort zu spionieren oder zu sabotieren, diese Schwachstelle nutzen können. Ich denke, egal welches Ziel der Geheimdienst damit verfolgen mag, dass die Abwägung immer die falsche ist für die Gesellschaft und vor allem, dass die immer auf unserem Rücken ist. Ja, also wir sind ja dann am Ende die Gelackmeierten. Wie wäre es denn dann besser? Also welche Alternative würden Sie vorschlagen? Also ich denke, wir sollten genau davon weggehen, Geheimdienste dazu zu verpflichten oder ihnen diesen Anreiz zu schaffen, sondern sollten unsere Ressourcen darin investieren, wirklich mal innere Sicherheit als innere Sicherheit zu begreifen und unsere Systeme sicher zu machen. Das heißt, die Regierung sollte Anreize schaffen, dass jemand, der diese Schwachstellen findet, die nicht für Millionen an Geheimdienste verkauft, Hunderttausende bis Millionen sind solche Schwachstellen wert, wenn sie so explosiv sind, sondern dass wir sagen, alles klar, die kauft der Staat, die herstellenden Unternehmen werden gezwungen, da strengere Initiativen zu machen. Wir führen eine Produkthaftung ein und sorgen dafür, dass endlich einmal wir als Angreifer, ob nun positiv oder negativ motiviert, nicht die Unternehmen vor uns hertreiben, sondern die uns. Ja? Und das ist in 20 Jahren nicht der Fall gewesen. Wenn aber jetzt dann der Geheimdienst gegebenenfalls, hier gibt es ja Szenenapplaus, wenn der Geheimdienst aber dann nun mal so argumentiert, nun gut, aber wir nutzen eben diese Sicherheitslücke, um beispielsweise vor Terror das Volk zu beschützen. Ja, also Terror haben wir doch jetzt gerade am Wochenende in Großbritannien gesehen. 16 Krankenhäuser ausgefallen. Ja, wenn das dem Islamischen Staat jemals gelungen wäre, dann wäre das Geschrei aber groß. Wenn das letztendlich zurückzuführen ist auf eine Schwachstelle, die NSA geheim gehalten hat und, muss man dazu auch sagen, natürlich offenbar einer nachlässigen Update-Praxis in den betroffenen Unternehmen, in Deutschland die Deutsche Bahn, dann schauen wir da irgendwie anders drauf. Ne? Das nehmen wir offenbar in Kauf. Wenn der IS sich dazu bekannt hätte, dann würde es aber gerade anders aussehen. Würden wir über was anderes sprechen. Sie haben mal gesagt in einem Radiointerview, das fand ich ganz interessant, folgenden Satz wortwörtlich, es wird schlimmer werden mit der IT-Sicherheit, bevor es wieder besser wird. Ja. Da wollte ich jetzt mal nachhaken. Wann und wodurch wird es denn besser?
Was meinen Sie? Also irgendwann werden wir uns das nicht mehr leisten können. Ne? Wir haben Situationen, wenn Sie an den Telekom-Hack denken, dass kleine Plastikgeräte, die bei uns im Flur oder im Wohnzimmer stehen, irgendwie in der Lage sind, weite Teile des Internets abzuschalten. Wir stellen uns jetzt die Zimmer voll mit irgendwelchen Barbie-Puppen, die sprechen. Ja? Und wir wollen immer mehr digitalisieren, wir wollen die Produktion digitalisieren. Und diese Entwicklung geht sehr viel schneller voran, als man in der Lage wäre, sowas in Ruhe und ordentlich zu bauen. Stellen Sie sich so einen Lampenhersteller vor, ne? Super Lampen gebaut, 100 Jahre lang. Die haben ihr Leben nichts mit IT zu tun gehabt. Woher sollen die jetzt die Fachkräfte haben? Woher sollen die Leute haben, das Know-how haben, um eine sichere Lampe zu bauen? Ja? Und vor dieser Herausforderung stehen wir gerade in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen. Und da werden wir uns irgendwann überlegen, wie wir die Komplexität wieder reduziert bekommen, dieser IT, und wie wir die Anreize in der Gesellschaft schaffen, dass eben es für Leute nicht mehr nur lukrativ ist, Schwachstellen zu finden und an Geheimdienste zu verkaufen, sondern wirklich innere Sicherheit voranzutreiben. Das passiert gerade einfach nicht. Wenn ich richtig reich werden möchte als Hacker, dann verkaufe ich an Geheimdienste. Sie sind ja nun mal, Sie können ja selbst hacken, ganz hervorragend. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie die Technik, die digitale Technik noch voll im Griff haben oder dass es eher andersrum ist? Also ne, mit diesem Job, ich glaube, ich bin, wenn dann, ein mittelmäßig begabter Hacker. Ich habe immer das Glück gehabt, mit besseren Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn man irgendwann mal so seine ersten Erfolge hatte in dem Bereich und häufig lernt, wie kleine Fehler nur gemacht werden müssen, was für schockierende Konsequenzen die haben können oder auch eine Reihe von kleineren Fehlern. Das ist einerseits das, was so beim Job antreibt, weil das natürlich interessante Rätsel sind. Andererseits kriegt man natürlich schon Schisse um den eigenen Kram, weil ich kann mir wenige Menschen vorstellen, die wirklich ihre Computer vollständig im Griff haben, weil dafür müsste ich ja jede Zeile Code selber geschrieben haben und die Komplexität dieser Systeme ist nicht mehr zu überschauen für eine Person. Ja, das sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club wohlbemerkt. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke Ihnen. Danke.